kurz rein. Ja? Arbeiten auch. Ach so, und arbeitet doch hier. Soll ich das bei jedem Kacken da lassen? Na, eins lass ich nochmal da. Ich werde dir ich werde das mal da sein. Die Fleisch. Ja, Mausohr. Das sind die Kleinen, die bei uns rumfliegen. Da. Aha. So sahen die aus. Tage voller Wunder. Siebelmann, ist aber nett, dass der uns hier begrüßt, ne? Ja, oder nicht? Hier, guck da mal um die Kurve rum, das ist schön. Da kann man gut sitzen. Ja, das machen wir. Also das geht ja gar nicht. Hunger, Schinken. Guck mal, da hinten sind Häschen. Mama, so draufstehen. Du legst dich auch immer auf die Mama, ne? Ja, um den Rücken zu massieren. Guck mal, da die zwei Kleinen da. Ach so, das ist die Rückenmassage. Ja, ja. Ja. Das gibt's ja gar nicht, du. Du beschwerst dich auch nicht, ne? Nee. Oh Gott, jetzt alle zu. Das sind bestimmt. Ja, jetzt ist aber. Die soll. Ja, wenn hier Leute, die aus der Stadt kommen, die haben doch sowas noch nie gesehen. Peinlich, da euer Nachbar, wa? Gut, dass er euch hat, wa? Kleine Gäbchen, das hat schon Hörner, schon älter. Und der Zunge holt er sich sein Zeug damit. Ja, lange raue Zunge. Das geht trocken. Die haben wir schon gespuckt. Ach, und so ein schöner Misthaufen, ne? Auch immer schön. Da bezahlt man. So schaffen die Berge hier hochzukommen. Oh, wunderbar. Ja. Das ist hübsch hier, ne? Haben schon wieder was gefunden, ne? Gefunden. Jo. Schön hier. Das war eine gute Idee. Ja, ja. Die müssen ja hier wohnen, ne? So, wenn du hier arbeitest, musst du ja. Das ist ja erst auch Altersteilzeit, zwei ja, Jahren, ne? Ist auch. Ist noch da. ist noch da, ja. Ja, ja, ja. Langweilig, sagt er. Erwin. Nein, ich will. Nur mal ein, mal. Nee. Dritte, zweite, 13. Tja, wo ist das? Ja. Tja, wollen wir. Ja, Thank you.
Da sieht man diese Zeichen da auf dem Felsen. Ganz deutlich. Endlich mal wieder Sonnenschein. Wir sind inzwischen ein Ortsteil von Fritzlar und gucken uns hier die 6000 Jahre alten Ausgrabungsstätten an. Christiane hat gerade mal was vorgelesen. Wir sind ganz überrascht, dass wir sowas hier in unserer Umgebung haben. Das ist der Eingang mit dem Vorhof. Man ist also durch dieses Loch dann in das Grab reingekrochen. Und da müssen ja quasi auch Deckensteine drüber gewesen sein. Ne? Ja, und es ist wunderbar, dass das hier restauriert wird und dass es geschützt wird gegen Grabräuber bzw. Touristen, die hier irgendwelche Steine klauen wollen. Interessant. So, jetzt fahren wir nach Zwischen rein und gucken mal, da soll es ein ganz tolles Kaffee geben. Ne? Ist das heute ein tolles Wetter? Und schon kommen die ersten Leute und wollen auch mal ein bisschen gucken, ne? Mhm. Jetzt sieht man kaum noch was, ne? Der Rest vom Riesenstück. So, Schlossbau. Tolle Brücke. Tolle Frau. Das ist ja richtig romantisch hier. So, dann gehen wir in den Park jetzt rein. Uns gleich. Naja, das ist ja auch, muss ja auch nicht. Dinger da.
Na du, sag mal was. Schloss im Hintergrund.